So, jetzt habe ich wieder auf den Anknopf gedrückt. Und eigentlich hatten wir ja eben ein Video für YouTube über Parentifizierung gemacht. Und jetzt ist das so Ja. lang und so ja doch auch ein bisschen intimer geworden. Und Ja. jetzt traue ich mich nicht, das auf YouTube zu stellen. Jetzt möchte ich das einfach für die Membership reservieren. Ja, das finde ich schön. Das finde ich deshalb schön, weil die Membership ein geschützter Rahmen ist Ja, und genau. können auch ganz persönliche Dinge gefahrfrei geteilt werden. Und YouTube ist einfach unpersönlicher. Wir kennen die Menschen nicht. Und deswegen ist es da tatsächlich gar nicht so eine gute Idee, zu viel preiszugeben von Dingen, mit denen man sich noch nicht vollständig in Balance fühlt. Ja, also was ich auch so schwierig finde, wenn man selber über, also ich finde ja Beispiele so wichtig, ne? Und wenn man dann selber ein eigenes Beispiel bringt, finde ich das kostbar, weil das so lebendig dann wird, ne? Ganz genau. Aber dabei ist man dann auch sehr verletzlich. Und Ja. gerade so, also ich habe das so an mir und auch an anderen beobachtet, dass es irgendwie so zwei Traumafolgen gibt, die so extreme sind. Das eine ist, ich erzähle zu viel. Und das andere ist, ich erzähle zu wenig. Weißt du? Also das eine ist so, dass man, ne, Ja. entweder wird man, ich mache auf und ich lasse jeden teilhaben und sowas und Ja. zu verletzlich. Und das andere ist, Ja. ne? Dann lieber gar nichts mehr. Genau. Und das Ja. schwankt natürlich, weil wenn man Genau. gerade mal wieder zu viel erzählt hat Ja. und Reaktionen bekommt, die einem deutlich machen, wie bloß und verletzlich man jetzt ist, dann ist Ja. natürlich die Gegenreaktion, gut, jetzt sage ich gar nichts mehr. Jetzt halt Genau, ich nur noch genau. die Ja, und da dann einfach so, und wenn man jetzt etwas erzählt, dann kann ja ganz leicht, ja, man ist ja in Beziehung, ne? Und wenn man dann ein Beispiel bringt aus dem eigenen Leben, dann bringt man ja den anderen mit rein. Und dann ist die Gefahr da, dass man dann, dass das vielleicht für den anderen nicht richtig ist, ne? Ja, Das das finde stimmt. ich wirklich schwierig. Ist eine Darum finde ich Balance. am leichtesten über den Hund zu erzählen, weil dem das Recht ist. Also sozusagen. Also der Ja. steht über den Dingen und Ja. abgesehen davon freut er sich ja darüber, wenn Heilung passiert. Das ist gut. Ja, und jetzt hattest du aber ein wichtiges Thema, was dir jetzt für YouTube eingefallen war, was du immer schon Ja. machen wolltest. Ja, das wollte ich tatsächlich schon immer mal machen und ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit dazu haben, weil das, was ich, naja, nicht gerade täglich, aber bestimmt mehrfach in der Woche in meinen Sitzungen höre, ist, wenn ich einen bestimmten Vorschlag mache zum Handeln von bestimmten Situationen oder zum Verändern der Lebensführung, dann kriege ich ganz, 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 ganz oft die fast entsetzte Antwort, ich kann mir doch nicht immer die Rosinen rauspicken. Und das habe ich so oft gehört, dass ich mittlerweile zurückfrage, warum denn nicht? Ich kriege aber nie eine Antwort darauf, weil das so ungeheuerlich ist, die Idee, dass man sich die Rosinen rauspicken könnte oder sich die Rosinen sogar rauspicken sollte. Das ist offenbar so unerhört, dieser Gedanke, dass ich nie eine Antwort, sondern immer eine gesenkte Kinnlade kriege. Die Leute sind dann mit offenmündig sprachlos. Ich kann das natürlich sehr gut nachvollziehen, weil auch ich hätte befragt vor 15 Jahren, was denn ein Leben wäre, in dem man sich die Rosinen rauspickt. Da hätte ich wahrscheinlich auf Genre Fantasy-Roman getippt oder so. Oder auch auf irgendeinen ganz idiotischen, dümmlichen Heimatroman, der vom wahren Leben noch nie was durchlüftet worden ist. Und mittlerweile sehe ich das aber wirklich komplett anders und kann es auch enttarnen als Traumafolge. Denn wenn wir so aufwachsen, dass wir vieles aushalten müssen und dass wir vieles durchhalten müssen, und das müssen wir einfach deshalb, weil unsere Eltern ja nicht in der Lage gewesen waren, uns so lieben zu können, wie wir sind, sondern uns nur dann lieben zu können, wenn wir ihren Erwartungen entsprochen haben. Das heißt, wir mussten aushalten, zum Beispiel aushalten, nicht um unserer selbst willen geliebt zu werden, sondern nur dann geliebt zu werden, wenn wir Anforderungen und Erwartungen erfüllen. Das ist extrem schmerzhaft und extrem anstrengend, ist aber im Nervensystem so oft verschaltet worden, dass das unser Normal ist. Das heißt, aushalten und durchhalten kommt uns nicht wie ein Übergangsmodus für schwierige Zeiten vor, sondern ist eine Grundlebenseinstellung geworden. Man muss sich anstrengen, man muss sich abmühen. Wenn es einfach ist, ist irgendwas falsch.
Wenn es mühelos geht, hat man irgendwas Wichtiges übersehen. Es muss anstrengend sein, man muss aushalten, man muss durchhalten. Das ist das, was unser Nervensystem kennt. Und wenn dann jemand daherkommt, der sagt, na, pick dir mal die Rosinen raus, dann kann ich wahrscheinlich von Glück sagen, dass ich nicht für Ballerballer erklärt werde. Ja, und das wird ja auch von den Kirchen und sowas verstärkt. Also so das Leid bringt dich ins Himmelreich und so eine. Ja, ganz, ganz Das ist entsetzlich. das Schlimme. Und da, und es gibt ja auch in der neuen Spiri-Szene diese Idee, dass man sich mit dem Schmerz anfreunden muss. Und weißt du, da finde ich das so spannend. Manchmal vermeiden wir etwas Wichtiges, weil wir so eine Angst vor dem Schmerz haben. Und da wäre es aber gut, sich dem zu stellen. In einem sicheren Rahmen. Aber das ist nicht dasselbe wie, ich darf es mir aber leicht machen, wenn es geht. Ja, natürlich. Und nicht nur ich darf es mir leicht machen, sondern meiner festen Überzeugung nach ist das der richtige Weg. Wenn es leicht geht, ist es richtig. Ja, Ich das. meine, wer von uns kennt es denn nicht, dass wir etwas verzweifelt haben wollen und je mehr, also haben im Sinne nicht nur von materiell, sondern auch im Sinne von erreichen oder von fühlen. Und je mehr wir uns anstrengen, umso ferner scheint es aber zu rutschen. Und das Gegenmodell, wenn wir in diesem berühmten Flow sind, ich mag den Ausdruck nicht, weiß aber keinen besseren, dann Oh. geht es irgendwie ganz, ganz einfach. Und wenn man jetzt mal vielleicht so eine Anleihe in der Natur nimmt, ich weiß auch, das ist abgedroschen, aber es ist trotzdem wahr. Wasser sucht sich immer den leichtesten Weg. Wasser läuft nicht über Felsbrocken, wenn es stattdessen über einen Sandweg plätschern kann. Wasser sucht den allereinfachsten Weg und so ist es mit anderen Prozessen auch. Nur wir Menschen, die wir Traumafolgen tragen, haben die Idee, dass es nur dann was wert ist, wenn von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß. Ne? Dann kann es Kommt was ja werden. eben auch her, ne? Genau. Da ist es Genau. überall ist das poetisch, in allen Texten ist es Total hinterlegt, ganz beim genau. Und was man da natürlich nicht verwechseln darf, und das möchte ich auch jetzt zum Anlass nehmen, natürlich anzusprechen, sich die Rosinen rauszupicken, heißt nicht, wie auf einem Gemälde von Hieronymus Bosch, aufgequollen, fett, wampig, dekadent vor sich hinzufetten. Sondern wenn es einfach geht und man sich die Rosinen rauspickt, heißt es, dass man seinen persönlichen Interessen folgen kann. Das tut, wohin das Herz einen zieht. Mein Gott, ein Spruch jagt heute den nächsten. Ist ja ganz komisch. Und das bedeutet, dass man diese Anstrengungen, die man unternimmt, um seinem Herzensprojekt zu folgen, natürlich anstrengend sind. Interessanterweise werden die aber nicht als Mühe empfunden, sondern als das, was dazugehört, um das zu erreichen, wo man hin möchte. Und das Ja. ist was ganz anderes. Das ist dann nämlich immer noch Rosine, Ja. obwohl dann vielleicht von der Stirne heiß sogar auch mal der Schweiß rinnt. Aber Ja. der hat eine ganz andere Zusammensetzung, dieser Schweiß, weil der nichts mit Aushalten und Durchhalten und Genau. Mühe und Arbeit zu tun hat. Ja. Ja, also da hoffe ich, dass mein Sohn mir das verzeiht, mein einer Sohn, der kann so, wenn der für was brennt, der ist so fleißig in Anführungsstrichen, ja, der ist fokussiert, da fließt ihm der Schweiß von der Stirn und der ist so organisiert dann und so, ja, fleißig, ich mag das Wort beider nicht mehr, ja, aber so Verstehe nicht. engagiert, ja. Und er Genau. wurde in der Schule als faul bezeichnet. Ja, die Schule hat ihn angekotzt und ich verstehe das total. Die Ja, ist ich zum auch. Kotzen. Die war zum Kotzen für ihn. Dann Natürlich. zu sehen, weißt du, dann wird er in diese Schublade vollgepackt und dann zu sehen, wie hilfsbereit er ist und wie, also wenn der motiviert ist, wenn das für ihn sich stimmig anfällt, fühlt, ne? Also, und da habe ich immer nur gedacht, boah, wir wollen die Kinder irgendwo reinzwängen und dann fallen die in eine Apathie und dann sehen wir gar nicht. Was in ihnen steckt, wofür sie Es ist nicht, eigentlich ja, geschaffen genau. sind, wie sie eigentlich gemeint sind und was sie eigentlich Genau. möchten. Genau. Ja. Und man sollte ja auch gar nicht den Fehler machen, zu glauben, dass die Rosine immer mit Anstrengungsfreiheit verbunden ist. Also, weil du gerade deinen Sohn nimmst, jeder, denke ich, hat die Gelegenheit, also jeder, der eigene Kinder hat, noch besser, jeder aber, der Onkel oder Tante oder manchmal auf dem Spielplatz ist, sieht, wie kleine Kinder sich abmühen, wenn die zum Ja. Beispiel Treppen steigen, ne? Die Treppe so, das Beinchen so, und Ja. die wollen da aber hoch und die geben Ja, ja. alles, also ganz Körpereinsatz. Und Ja, das ist aber Rosine, die ja. wollen Genau. hoch. Und das war derselbe Sohn, also beide Söhne, das sind
entzückend. Aber bei diesem ist es mir halt so aufgefallen, weil der andere immer fleißig war, sozusagen, in der Schule auch und so. Und der war auf einer anderen Schule, die einfach Kind, der war auf einer Waldorfschule und die hat einfach für ihn gepasst, ne? Und der andere, da hatte ich leider keinen Platz gekriegt und der war auf so einer Regelschule und die hat nicht für ihn gepasst. Und das war jetzt eben der Lebensweg, ne? Aber so, als der gelernt hat, sich hinzustellen, war der 8 Monate alt. Oder Ja, genau. Ja. vergesse ich nie. Diese Anstrengung. Und dann, Genau. oh. Irre, ne? Was für eine Leistung. Und es Ja, ist ja, Rosine. Diese ja. Anstrengung ist eine Rosine. Ja. Und mir kommt es jetzt wirklich sehr darauf an, dass die Menschen, mit denen ich arbeite und die von Traumafolgen niedergedrückt sind und einige fast gebrochen sind, dahingehend wieder zusammenzusetzen, dass Zusammensetzen nicht bedeutet, ich muss so weitermachen wie früher. Ich lasse mich jetzt stabilisieren durch eine gelingende Therapie, damit ich dann ein bisschen Kraft habe, um genau den gleichen Wahnsinn, mit dem ich mich früher gequält habe, weiterzumachen, sondern dass diese gewonnene Kraft genutzt werden kann und ich finde sollte, um nach den Rosinen Ausschau zu halten und um im Bild zu bleiben, die Teigstücke ruhig übrig bleiben können, außer man mag gerne den Teig, ist ja auch Ja, und weißt du, was da reinspielt? Das spielen zwei Sachen rein. Das eine ist, also ich bin ja großgezogen worden von Menschen, die zum Teil gehungert haben, ne, im Krieg. Also mein Vater hat einfach im Krieg gehungert. Meine natürlich. Mutter hatte das Glück, dass sie Verwandte auf dem Dorf hatten und dass ihr Vater einen Schrebergarten hatte. Und da haben die hatten es knapp, aber es war nicht dieser schreckliche Hunger, den mein Vater leiden musste. Aber trotzdem war das so, man schmeißt absolut nichts weg. Nein. Und deswegen, also so, du musst den Teller leer essen eigentlich. Und ich hatte noch Glück, dass ich da nicht zu geprügelt wurde, weißt du? Also da habe ich es noch viel besser gehabt als andere. Aber so diese Idee, der Teller wird total sauber gemacht und das steckt noch in mir drin. Wenn andere ihren Teller nicht sauber machen, dann denke ich immer nur, das geht gar nicht so. Weißt du? Ja, natürlich. Also Aber da wird darum. auch wieder über einen Kamm geschoren. Ich kann Genau. nämlich total gut verstehen, wenn man Hunger so leiden musste, wie das bei deinem Vater der Fall war, dass es unerträglich ist zu sehen, wie Essen weggeschmissen wird. Ist, ja, Ich ist finde es das auch. aber auch unerträglich. Nur heißt es doch nicht, dass ich jetzt diesen Teller leer essen muss. Was spricht denn bitte dagegen, wenn ich essen kann, soweit ich Hunger habe, und dann wird beiseite gestellt und dann esse ich am Abend weiter oder am nächsten Tag? Ne? Ja, Man will genau, sich das doch ist. auch anders konfigurieren. Und ich finde es tatsächlich auch heute in unserer sogenannten Überflussgesellschaft überhaupt gar nicht schön, wenn gutes Essen weggeschmissen wird. Finde ich auch ganz schrecklich, das finde Ja, ich aber ganz man kann schrecklich. was damit anfangen. Und dann Ja. gibt man sich aber trotzdem nicht gegen den Appetit stopfen, Genau. sondern weiß, jetzt bin ich satt, ich tue es in den luxuriösen Kühlschrank und nachher oder morgen esse ich weiter davon. Ja, und weißt du, und trotzdem finde ich auch, wenn man was hat, was einem überhaupt nicht schmeckt, Dann ich muss es finde auch auch, nicht, oh, dann natürlich darf man nicht. es tatsächlich, weißt du, oder Aber dann darf man sicher. es auch tatsächlich mal in den Kompost tun, Aber weil natürlich. das so lernen. Und dann, das ist ja ein Unterschied, ob ich sage, oh, das tut mir jetzt gerade wirklich leid, aber da sträubt sich alles in mir und das esse ich. Natürlich. Wenn ich Und niemanden finde, der das mag, dann tue ich es leider in den Kompost. natürlich, ja sicher. Und wir sowas kaufen wir ja gar nicht. Also wir kaufen uns ja Sachen, die uns schmecken. Und wenn du als Kind etwas partout nicht essen mochtest, dann kannst du auch sagen, das klingt jetzt sehr brutal, aber ich sag's trotzdem, dann wird dein Körper das gestatten. Dann wird dein Hunger nicht so groß gewesen sein, dass du selbst Gras gefressen hättest, sondern du hattest vielleicht Appetit, aber das nun nicht. Und deswegen isst du das nicht. Und das wird man akzeptieren können oder könnte man akzeptieren. Ja, genau. Und also da kommt diese eine Idee her. Man muss, also das auch, du musst das Essen in die armen Kinder in Afrika haben, nichts, ne? Also dieses Argument, das ist ja das andere Extrem, ne? Und dann finde ich, und dann haben auch so die Leute die Idee, oh, ich esse die Rosinen und der andere kriegt den Teig, ich pick mir das Beste raus auf Kosten der anderen. Und das stimmt ja auch nicht. Wenn ich mir Freude in mein Leben hole, ist es ja nicht auf Kosten der anderen, sondern Ganz genau. tatsächlich ist Und es ja gut für die anderen, wenn ich gut für mich sorge. da kann man ja auch prüfen, ne? Das steht ja jedem frei. Was wäre für mich eine Rosine? Und wer litte darunter? Wenn ich jetzt beginne, Ausschau zu halten nach den Rosinen in meinem Leben, dann kann ich ja auf einer Parallelspur immer am Laufen haben, schade ich jemanden damit? Und wenn ich bemerken sollte, dass ich jemanden damit schade, dann kann ich ja gucken, passt das noch oder passt das nicht mehr? Nur kommt es fast nie
zu diesem Widerspruch, weil das, was meine Rosinen sind, das geht den anderen oftmals so vorbei. Da gibt es doch diese süße Geschichte von dem Ehepaar, die ihr ganzes Leben lang das so gemacht haben mit den Brötchen, dass der eine Partner immer die oberen Teile kriegte und der andere immer die unteren Teile, weil beide Seiten dachten, dass sie dem anderen immer das Beste geben, ne? Ja, Und genau. dann haben sie herausgestellt, dass es genau Ah. umgekehrt war. Und also Genau. Ja, das kann passieren, ne? Das kann ja. passieren. Und dann, die haben sich dann offenbar geliebt und können dann vielleicht auch drüber lachen und das fortan anders machen. Aber wie viel unnötiges Unheil kommt damit in die Welt? Und Ja. deswegen wirklich mein Appell, schaut erstmal nach den Rosinen, ob ihr damit jemandem was wegesst. Das lässt sich im Einzelfall untersuchen. Aber erstmal überhaupt lernen, den Fokus auf etwas zu setzen, was zuträglich ist, was als angenehm empfunden wird. Und das klingt jetzt so leicht, aber das ist ja total konträr zu dem, was unser Nervensystem verschaltet hat. Denn unser Nervensystem, nochmal, ist Durchhalten, Aushalten, Mühe, Anstrengung, Arbeit gewöhnt und resoniert darauf. Und alles, was mühelos und leicht geht, gilt ja erstmal als gar nichts oder als schlecht und falsch. Und das muss erkannt werden, um dann sachte, sachte aufgeweicht zu werden. Na, also mir ist schon klar, dass nicht einfach so ein Switch jetzt passiert und dann schaut man auf die Rosinen. Aber da ich ja immer so auf die innere Haltung zu sprechen komme, die ich eben für unverzichtbar für alles halte, kann man da vielleicht mal beginnen, sich zu fragen, wie glaube ich das auch, dass ich immer durchhalten muss? Und wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich aufgefordert werde, nach den Rosinen Ausschau zu halten? Na, das wäre vielleicht so ein erster Schritt. Ja, das ist spannend. Ja, genau. Okay, dann können wir es damit eigentlich rosinig rund sein lassen fürs Erste, oder? Machen wir. Ja. Ja, dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.